Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei der letzten Hoffnung, die wir sind. Die Welt ist verloren. Wir müssen unseren Freunden helfen, die ein bisschen bestürmt werden. Wir müssen auch unseren Freunden Mary und Eric helfen, die möglicherweise in ein paar Kanonentürme ausgerutscht sind. Möglicherweise. Sind. Aber das war Absicht. Die wollten sich ein bisschen ausruhen. Ich frage mich nur bei dieser ganzen Sache, woran sieht man, ob der Dieb wieder zugedeckt ist? Jetzt ist er tatsächlich wieder zugedeckt. Okay. Man sieht es nicht, aber man merkt es. Wenn er halt stirbt oder halt nicht stirbt, ja. Genau. So, lauf Mary, lauf Mary! Okay. Sie ist 2 Meter weitergekommen. Ja, das funktioniert so. Stück für Stück, solange der Dieb weit genug entfernt ist. Mit Vergnügen. Die große Kanonen können die Türme auch outrangen im richtigen Winkel. What? Echt? Können sie tatsächlich. Man muss ganz genau den richtigen Winkel haben. Okay. Für euch doch immer. Alter. Ja, am besten die hinten, die sich immer auf den scheiß Turm drauf schießen. Ja, die machen das einfach nochmal ein bisschen weiter. Solange es geht, machen sie das. Alter, wie der Turm direkt wieder Mary getargetet hat. Lauf, 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 lauf. Okay, okay, okay. Ich glaube, gleich haben wir Mary. Mary habe ich gleich wieder. Mit Eric könnte es ein bisschen kniffliger werden. Weil da auch ständig wieder irgendwelche Leute rumrennen. Gerne, mit Vergnügen. Marie ist kampfunfähig. Och Mann, könntest du nicht mal die Mary in Ruhe lassen hier, die Arme. Es war aber auch sehr lustig. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre vielleicht noch eine Grube, die man einfach so einnehmen könnte. Ah, nein. Ah, Kanonengießer. Ja. So, das heißt, jetzt Kanonengießer ausbauen. Sind auch sehr gut bei dem Lager. Ja. Da können sie sich direkt ihre Kanone, ihre Teile die Rohstoffe abholen. So, jetzt gucken wir mal, ob mein... Oh, mein Dieb gleich wieder aufliegt. Ja, Hallöchen. Fertig, Meister. Hallöchen. Mit Vergnügen, natürlich. So, noch ein Kanonengießer. Alter, wieso sind die aber so viele? Sammeln sie das einfach Sterne zusammen. Was machen deine Diebe hier? Was? Die sind auf dem Weg, oben rumzugehen und dann auf meiner Seite die ganzen Maschinen zu sabotieren. Die ganzen? Wie viele sind das? Ich sehe nur eine bei mir auf der Seite im Moment. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass der Feind auf dieser Seite auch welche hat. Des Weiteren, theoretisch... Könnte sein, dass es nur diese eine Maschine ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So. Theoretisch könnte Eric, ich auch... Komm! Zerstört die selbst. Okay, es ist nur eine Maschine. Zerstört die selbst Maschine, die Kanonentürme okay. So nicht die geschützt werden. Ausbau fertig. Setzt den Angriff in ein Ende. Dies wird auch nur möglich sein, wenn beide Angriffe vernichtend geschlagen werden. Mhm. Achtet unbedingt darauf, das Haupthaus der Stadt Flechtingen, so wie das Gemeinzentrum, nicht zu verlieren. Verteidigt die Stadt, die Festung Gemeinzentrum dürfen nicht fallen. Besiegt die Burgen von Rickard, dem Furchtlosen im Westen und Tormund, dem Starken im Osten. Seid gewarnt, beide verfügen über äußerst tödliche Kanonentürme. Ja. Ihr solltet euch erst noch eine Möglichkeit umsehen, diese von dem Großangriff auszuschalten. Die Info wäre früher sinnvoller gewesen. Wir können übrigens immer noch für 500 Taler die beiden Gegner kurzzeitig aufdecken. Alter, Mary, du bist ja fast gestorben. Was war das denn? Ja, stimmt, das haben wir immer noch. Aber brauche ich erstmal nicht. Die was nutzen wollen. So, der gute Erich ist auch bald wieder da. Ah, perfekt. Mein Dieb hat es geschafft, sich durchzumogeln. Oh. Ah, jetzt müssen die Typen kommen hier. Oh Mann, ey. Ja, die Typen, die jetzt hier direkt wieder ihren Angriff starten wollen, natürlich. Ja, dann laufen die jetzt erstmal kurz durch. Dann baue ich doch mir schon mal eine Belagerungskanone, wenn man dabei ist. Ich habe gar nicht so viel Schwefel, fällt mir auf. Ah. Weil ich hab den Wall nicht failed, wenn das Failing-Zeug ausgang. Nö, ich hab genug. Ich hab halt nur eine Alchemistenhütte. Ich hab auch tatsächlich noch 5000 veredelten Schwefel. Ach so, dann... Das geht noch. Dann passt das ja. So, Dieb muss jetzt Erich wieder auferstehen lassen. Ich lasse meinen Dieb einfach als versteckte Kundschaft da ein bisschen ausschwärmen und sich den ganzen Spaß ansehen. Okay. Ah, Erik ist wieder da. So, dann kommt jetzt mein Dieb. Mal gucken, ob ich da durchgehen kann oder ob er zu nah an den Türmen langläuft. Vermutlich wird er entdeckt werden. Es wäre... Nee, er wird nicht entdeckt. Okay. Es wäre ja frech, wenn der Bauer ihn aufdecken würde. Natürlich. Opa 1. Okay, da muss ich hin. Oh, da steht auf jeden Fall eine Kanone rum.
So, mein Dieb ist on the way. Mal sehen, ob er das hinkriegt. Das Problem könnte sein, dass er ja wahrscheinlich zwei Ladungen braucht. Ein Dieb ist wahrscheinlich zu wenig. Für die Maschine. Maschine, ja. Ja, aber wenn er da ankommt, ist kein Problem. Ja, insofern, also, naja, insofern da kein Turm steht. Wenn da Soldaten sind oder so, dann ist das natürlich eine andere Nummer. Wenn da ein Turm steht, wird der Dieb keine einzige Ladung gesetzt bekommen, wenn nicht vorher ja, der erste Schuss woanders hingeschickt wird. Das stimmt wird. Natürlich auch wiederum. Aber ich glaube, hier steht tatsächlich gar nichts. Ja, das ist doch sehr angenehm. Okay. Easy going, Dieb ist da, Hallöchen. Ich das Allerbeste ist, ja. Die sind unterwegs zur Schießanlage, sobald die Türme nicht mehr so übermächtig sind. Wird die direkt weggehauen. Da kann ich die aus Versehen direkt weghauen. Weißt du, was das Beste bei mir ist? Ich habe Sabotage noch nicht erforscht. Clever. Clever. Genau so muss das sein. Herrlich. So, die Leibis haben schon wieder alles weggehackt, was man hier weghacken konnte. Drei Belagungskunden reicht noch für das meiste hier, Gruppe 4. Ja, für die groben Sachen. Stufe 1 Truppen ist echt kein Problem. War noch niemand hier. Ja, gegen Stufe 1 Truppen, echt. Verstärktes Leder habe ich noch nicht erforscht. Nicht, dass ich es erstmal bräuchte. Oh, prügelt ihr euch da vorne vor den Toren rum? Nein, das gibt's ja nicht. Ich gebe zu, ich traue dieser Flussseite noch nicht so ganz. Die Erforschung einer neuen Technologie. Gibt es noch einen Gegner, den wir noch nicht. Nein, nicht, dass ich gesehen hätte, okay. Aber ich vertraue ihm nicht. Ich bin paranoid. Ja, es wirkt etwas bösartig, das stimmt. Vielleicht sollte ich mich dann, wo du das gerade erwähnst, dann vielleicht mal auf den Winter vorbereiten. Ich könnte ja mal einen Wetterturm bauen. Oder zumindest erstmal die Technologie erforschen, die dafür nötig wäre. Genau. Muss ich auch gerade ein bisschen durchforschen. So, Kavum, Dampfmaschine, Sprengladung Nummer 1. Geht auch schon mal gut los. So. Ach, wie schön, dass Eric und Mary wieder da sind. Ach, das ist ja angenehm. Also unsere Verbündeten hier, also das Dorf, das schafft das ja echt locker im Alleingang jetzt. Ja. Ich kann ja nochmal einen weiteren Kundschafter ausbilden. Und mit dem dann nochmal ein bisschen Looky-Looky machen. Ich guck auch gerade kurz mal nach oben über den Fluss. So, kann ich hier noch mehr? Da scheint es was zu geben. Und das scheint über diese Richtung kommen zu wollen. Und da kannst du über diesen Weg dahin gehen. Ach, du hast da sogar schon gerade hingeguckt. Okay. Ja, ich verfolge einfach gerade die Karte durchs Terrain. Das heißt, wenn du irgendwas da lang schickst entlang der Straße, dann von meiner Seite aus komme ich da nicht hin. Sicher nicht. Das ist etwas von der Seite aus. Ja. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ja. Interessant. Ja. Eure Sprengladung braucht noch kurz. Dampfmaschine ist bald kaputt. Ja, okay. Passt schon. So, noch ein paar Belagerungskanonen. Damit wir dann gleich richtig Rambazammer machen können. 100. Ach, die Bank habe ich noch nicht ausgebaut. Ja, was ist das denn? Wieso tue ich das denn nicht? Und wieso baue ich das Wohnhaus nicht aus? Es sind immer noch 10 Leute, die ein Wohnhaus benötigen. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das ist wo? Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Oh, die Leute sind alle unglücklich hier. So, dann bauen wir hier. Gerade ist die Stadt. Was ist in der Stadt? Meine Kanonen erreichen gerade erst die Stadt. Hast du schon wieder so eine riesen Kanonenhorde losgeschickt? Ich habe 3. Die sind aber langsam. Ja. Ja, ich hab die halt hier unten südlich des Flusses hergestellt. Die brauchen Ewigkeiten und. Oh, sieh an! Stufe 3 Truppen, die mich hier erwarten. Oh. Lasset die Furcht von euch abfallen! Die haben eine defensive Armee hier. Das Gebäude ist auch ja, und die Gegner, die kommen jetzt tatsächlich auch bei mir mit Stufe 3 Truppen an. Also, die haben sich jetzt wohl ein wenig, es gibt zu wenig aufgefrischt. So, gleich dürfte der Kanonenturm verwundbar sein. Oh Mist! Ich dachte, das wäre schon. Ich dachte, das wäre ja schon. Nee, ich musste erst die zweite Ladung noch anbringen. Entschuldige. Ich dachte, das wäre der Auslöser, für das Stufe 3 Truppen ankamen. Wird erledigt. Ach so. Nee. War aber nicht. War es noch nicht. Ihr scheint ja ganz gut ohne jetzt. Dabei. Das scheint tatsächlich irgendwie verändert zu haben. Wenn ihr mich nehmt eure Truppen und haltet den beiden Herrschaften ordentlich ein. Okay. Kein Problem. Kanonen, rückt vor. Hier. Hab nie was anderes machen wollen. Ein Ingenieur beginnt mit dem Ingenieur ist nicht zu schwören, wieder mal. Nicht genug Wohnhäuser. So, also heizen wir den Leuten mal ordentlich ein. Wo sind meine Kanönchen? Schützen, schießt!
Schwerter beginnen zu stürmen, Helden rennt einfach voraus. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. So, dann am besten von hier dürfen jetzt endlich den Turm zerstören. Ja, genau, die sind jetzt schon dabei. Ich habe gerade schon geguckt, ob sich da was tut. Und es tut sich tatsächlich was. Hallo, was ist das denn für ein Unsinn hier? So, Kanonen. Kommt. So, Kanonentrupp 9 macht sich auf den Weg. Wir werden, ich glaube, ich werde oben rum marschieren, weil die Truppen ja die ganze Zeit unten lang laufen. Das heißt, Kanonen kommen hier oben lang. Schwertkämpfer ebenfalls hier oben lang. Kommt den Hügel wieder runter. Kommt den Hügel wieder runter, Erek. Nicht außenrum rennen. Was tust du denn? Ah, ich sehe schon. So, Schützen, ihr macht das, oder? Ja. Oh, die Schießanlage wird repariert, ja. So, dann gehe ich mal mit meinem Dieb. Ich gehe mal mit meinem Dieb hier ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Oh, als ob wir das reparieren dürfen, Freunde. Als ob! Du wirst beschossen. Von irgendetwas. Ja, der Kanonenturm. So, die Frage ist, wie schnell reparieren die? Schaffst es, das Ding trotzdem niederzureißen? Mal sehen. Gerade nicht. Wir sehen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Mit Vergnügen. Okay. So, mein Dieb geht mal rum und greift hoffentlich nicht aus Versehen irgendein Gebäude an, wie das ja öfter schon mal passiert ist. Okay, Gruppe 2, Gruppe 1, Mary, vorwärts. Für euch doch immer. Oh, da ist die Kanone. Oh, hier stehen mehrere Kanonen. Gerne. Heißt das, dass hier eine Kanonengießerei ist? Ja, das heißt es sogar. Mache ich. Okay. Dann würde ich mal sagen, sofort schnappen wir uns die Kanonengießerei hier unten. Löschen. Oh, da ist eine Eisenkanone auch. Rums! Dann rums mal schön. Oh, wir werden beschossen. Okay. Okay. Das reicht nicht. Ach, hier ist ja noch ein Ordensritter. Wir haben noch gar nicht mit den ganzen Leuten hier gequatscht. Mit dem Ordensritter konnten wir noch gar nicht reden vorhin. Doch, ich glaube, ich konnte mit dem vorhin reden, aber du vielleicht nicht. Ja, ich kann auch noch mit einem Bauern quatschen. Mit einem Bauern kann ich quatschen. Okay, dann waren es die Leute, mit denen ich reden durfte und du noch nicht. Aber wie darf ich jetzt mit dem Ordensritter reden? Weiß ich nicht. Ich quatsche jetzt mal kurz mit ihm. Ah, ihr sucht einen Weg, beritten einen auszubilden? Nun sicher, ich kenne euch da wohl aus. Ich mache euch ein Angebot, ihr gebt mir ein paar Taler und ich zeige euren Siedlern, wie man Pferde versorgt und Ritter ausbildet. Okay, machen wir. 1000 Taler. Ja, easy going. So, jetzt bin ich auch überlegen, ob ich echt tatsächlich gleich die Spionageaktion bald durchziehe. Natürlich. Noch. Weißt du was, ich denke, was machen wir jetzt? Ich drücke einfach drauf. So. Okay. Oh, wir haben warte, alle Felder was? Zerstört, unsere ganze Leib Ernte eine. Ist dahin. Ach, nun müssen wir unsere Folter aufzählen. Okay, gut. Man findet jemand, der uns Nahrung verkauft. Hinweis, es gibt eine Handelsroute im Osten, welche ihr nutzen könntet. Eine Handelsroute? Naja, da ist dieser Händler. Hä, wie soll ich denen Nahrung geben? Ich muss wahrscheinlich den Händler anquatschen gehen. Wahrscheinlich kann er jetzt irgendwas vielleicht sagen. Kann er jetzt was? Natürlich. Ja, der kann jetzt was. Okay, der kann jetzt tatsächlich was. Ich renne doch jetzt da nicht hin. Ich hab doch andere Sachen zu tun. Ja, gut. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Hast du schon die 500 Taler investiert gerade? Ja, habe ich. Echt? Das war aber wirklich sehr kurzfristig. Ach so. Siehst du auch alles? Nee, ich muss das selber aktivieren anscheinend. Ah, gut. Ich tue mein Bestes. Ja, hier oben können wir ja wirklich vollkommen ungestört reinrennen. Angriff. Das ist ja richtig easy. Sie sind nicht mehr aufgedeckt. Sie sind ja nicht mehr aufgedeckt. Okay, gucke ich mir in Ruhe das an. Da ist ein Schießplatz, da sind Kanonentürme, da sind. Okay. Also die Vormachtstellung da vorne kriegen wir locker raus. Interessant. So. Aha, die haben echt gar nicht so viel hier auf meiner Seite. Ich glaube, das kann man relativ gut wegsnipen. Und bei dir, deine Diebe, die kommen da sogar irgendwie durch. Außer, dass der eine noch beschossen wird da von den Kanonentürmen, da wo er gerade stand. Okay, dann ist er tot, egal. Ja, aber der andere lebt noch. Ich zurückbekomme. Der andere lebt noch. Kabums. Aber ich glaube, aus dem Schießplatz wurde auch gar nichts rausgeballert, weil... Nö, da ist nichts gekommen. Wow, okay, das war ja echt nicht lange aufgedeckt hier. War ja überhaupt nicht lange aufgedeckt. Na gut.
Ich könnte natürlich auch einen Winter machen, sobald du willst. Ich meine, könntest du. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Eure Priester, weil dieser Weg da oben dann die Bewohner der Stadt irgendwas anrichtet. So, wisst ihr was? Komm, Mary, dann geh mal kurz hier runter zu dem Händler. Ihr könnt direkt nachgespawnt kommen, die ganze Zeit über. Und die Kanone nach vorne. Schwerter voran. Schwerter an die Front. Die machen das. So, wir brauchen nur Schützen. Wir brauchen deren Schießplatz hier vorne. Und die Kanonen nach dahin schützen. Kämpft sie nieder. Schwerter. Gibt Deckung für die Schützen. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Okay, dann warten wir nochmal kurz. Okidoki. Ja, beschütze die Kanone, beschütze die Kanone. Schützt die Kanone, bitte. Pfoten weg davon. Ah, Mary hat sie mal kurzfristig hier. Wie ihr befehlt. Wie ihr wünscht. Guck mal hier, die Leute brauche ich doch auch noch hier woanders. Stop. Bleibt mal schön hier. Und kämpft. Können wir Kanonentürme irgendwann bauen? Weiß ich nicht. Gehen wir noch Tribute? Achso, wir können wieder 500 Taler blechen, damit es wieder mehr Zeug gibt für uns. Ich okay. Tue mein Bestes. So. Das dürfen wir regelmäßig machen, dann Stück. Durchgehend. Natürlich. Permanent. Meine Kanonen kriegen die Leibeigene nicht getötet. Oh, Belagerungskanonen sind so erbärmlich. Angriff. Oh, sind Belagerungskanonen erbärmlich. Bis in den Tod. Oh. Fürchterlich einfach. Fürchterlich. Seid unbesorgt. Yeah. So, wir fahren jetzt hier das mal rein. Wir gehen jetzt alle mal rein hier, aber Leute. Wir gehen jetzt einfach mal alle hier rein. Jetzt könnt ihr zeigen, haben ein bisschen Spaß. Ja, natürlich. Und dann gucken wir mal, wo hier die nächsten Kanonentürme waren. Gerne. Okay, fegt ihr bitte den Blankbogenschützen da weg. Meine Kanonen kaputt. Hallo? Nein, die nächste Kanone. Schwertkämpfer, wollt ihr nicht hier irgendwie Attacke. Mal kämpfen? Aber sicher doch. Aber naja. Sicher doch. Geht so. Sieht her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie weit sind wir noch weg vom Schießplatz? Da ist der Schießplatz, okay. Der Garnison kommt auch gar nichts raus. Das war ein Fehler. Na, in dem Fall. Ein Fehler in der Matrix? Durchaus. Aha. Scharfschützen aus. Mir egal. Schwere. 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 Natürlich. Besser gegen Gebäude als diese komische Belagerungskanone, die ich die ganze Zeit einsetzen muss. Ja, vor allem, wenn die ja die Garnison so gegen reparieren, ne? So, meine Schwertkämpfer. Was machen meine Kanonen denn? Sag mal. Ich hätte Eisenkanonen bauen müssen, na egal. Meine Kanonen haben den Befehl nicht verstanden. Die wissen nicht, wie es geht, irgendwas anzugreifen, scheint mir. Mir scheint, die wissen nicht, wie das geht. Was? Meine Häuser werden angegriffen. Jetzt auch das noch. Oh, also ich muss sagen, die haben mir doch mittlerweile schon ganz schön. Ganz schön was da an Truppen. Ja, kommt schon einiges. Da kommt wirklich ein guter Schwall jedenfalls die ganze Zeit. Ja. Von daher gut, wenn hier die Geschichte bald erledigt ist und die Truppen da bald weg sind. So, meine Kanonen sind da, sehr schön. Gut, Dinger im Moment zu regenerieren. Alter, wie viele Leibeigene bilden die denn aus hier, bitte? Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Ergreift sie. So, nix da. Ja genau, ich kann den da hier durchgehend aufdecken, Leute. Feinde haben einen Held attackiert. So, Schwerter, mach die. Lass mich kurz zur Kaserne zurückfallen, um mich wieder aufzufrischen. Helden nimmt die Spitze. Ja, Herr. Okay, geht mal. So, Kanonen fahren jetzt mal hier vorne hin. Ja, mein Herr. In Ordnung. Und die Leibeigenen müssen wir eigentlich schön am Leben lassen, solange die nämlich hier runterkommen. So. Mal gucken. Gleich auch auf. Mal schauen, ob ich hier vielleicht von hier vorne direkt die Zitadelle wegsnipen kann. Macht sie nieder. Euer Wunsch ist mir Befehl. Genau, mit meinen neuen Kanonen. Die werde ich einfach entlassen, die brauche ich nicht. Muss meine Schwerter einmal nachfrischen. Das Wetter wird umschlagen. Regen! Steht uns bevor. Regen! Wir werden siegen. Okay, schön den Kanonenturm hier. Schön den Kanonenturm hier drauf ballern. Ey! Wieso? Moment mal! Wieso kommen die da ran an die Kanonen? Hä? Das sind doch nur lächerliche Langbogenschützen. Ja, die haben keine Gnade. Die haben auch 5 Sterne. Das hat höhere Reichweite. Ja, länger als eine höher als eine Belagerungskanone, das finde ich aber sehr. Aber meine Belagerungskanonen, die fahren auch einfach immer ran.
Die interessieren sich überhaupt nicht dafür, dass sie genügend Reichweite haben. Halt, stehen bleiben. So, hast du schon die Wettermaschine gebaut? Ja, habe ich. Möchtest du gerne Sonne haben? Ich finde es mit dem Regen gerade ganz schön, ehrlich gesagt. Weil, wieso ist der Regen gut für dich? Ja, weil mich dann zumindest gerade mal die Bogenschützen hier nicht abschießen. Das ist mir gerade mal ganz recht. Ah, jetzt schießt natürlich doch schon wieder einer. Dann kann ich einfach den Blick sowieso. Ich habe die Türme jetzt vernichtet, ich kann eigentlich in die Offensive übergehen. So. So, kriegen wir den Kanonenturm noch welche? Oh, Leute, ey, die kriegen es nicht hin, da einfach mal das. Würde den Müll freischießen. Okay, danke. Schwerter, voran. Ich verstehe nicht länger. So, warte. Wetterturm, ich mach mal Sommer. So. Ich mach dir mal den Sommer. Danke. Gerne. Oh, die Musik ist normal geworden. Ja? Eric, buffen. So, ich habe ja noch ein paar weitere Kanonen. Neuer Trupp 9. Lehrt sie das Fürchten. Also, ihr fahrt mal hier in die Ecke und guckt mal, ob er von hier da drauf ballern könnt. Wird gemacht. Mhm. Na, das geht doch jetzt erstmal. So. Wir werden angegriffen. Achso, nur im Dorf. Okay, hier nicht. Das ist doch schön. Können wir hier ein paar Leute weghauen. Oh, gerade ist ein neuer Trupp Soldaten gespawnt. Alter, es sind jetzt auch schon heftig. Die haben plötzlich Armbrustschützen bekommen. Echt? Jetzt haben die plötzlich Fernkämpfer da oben. Ah, okay. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Bezahlen ihre Steuern. Nee, ist wirklich nicht so geil. Dann sollte ich mich beeilen, hier durchzubrechen. Meine langlebigen Nahkämpfer jetzt gestorben sind. Angriff! Oder jetzt am Sterben sind. Erex zieht zurück, Mary zieht sich zurück. Flieht. Kann ich hier, komm ich hier an die Zitadelle ran von hier? Alter, die kommen an die Zitadelle ran. Okay, Leute. Da drauf. Gruppe 4, da drauf. Lass jetzt davon aus, dass von den Feinden was am Leben. Na, ey, eben seid ihr auch noch dran gekommen. Nein, Erik ist tot. Hallo. Hallo. Eben seid ihr da noch dran gekommen. Wunderbar. Ja, dann ballert halt alles andere weg. Dann ballert halt den ganzen Rest einfach kaputt. Boings, boings. Amnon schießt da hinten rein. Mühle weg. Leibeigenen weg. Okay. Nachfrischen in den Kampf. Bauern nochmal weggesammelt. Oh, da kommt nochmal eine neue Armee raus. Oh ja, jetzt sind es bei mir auch, aber jetzt sind es hier auch Armbrustschützen. Ah, verdammt. Ich glaube, ich hätte die nicht töten sollen, die. Nein, ich habe sogar ein paar Arbaläste verloren. Naja, ich hätte die. Okay, ich hätte die anderen nicht töten dürfen da. Okay, das war nicht gut. So, den Rest der Armbrustschützen lassen wir am Leben, damit die nicht respawnen können, auf die Festung. Lass den komischen Trupp da am Leben, auf die Festung. Ah, die Langbogenschützen haben das Problem. Wo gibt's denn hier noch ein Sägewerk, bitte? Sieht hier. Was habe ich denn da übersehen? Jawohl, ja. Ein Sägewerk. Ein Sägewerk, genau das. Ja. Auf die Festung mit euch, Leute! Ich frag mich echt, was ist denn los? Wer zieht sich zurück. Wo ist denn hier das Sägewerk? Wo mag das denn hier stehen? Es ist Zeit. So, Leute, dann sammelt mal kurz den Kanonenturm hier weg. Ich muss da was tun. So ein Mist, ey. Das wird natürlich eine lustige Geschichte nochmal. Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. So, ich brauche mehr Schwertkämpfer. Alter, was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? Was macht ihr denn? Oh. Okay, meine Schwertkämpfer sagen sich, wir laufen einfach mal in den Tod. Mhm, klar. Ja, mein Herr. Warum auch nicht? Warum auch okay. Nicht? Der Gegner bei mir hat den Burg jetzt verloren. Ja, schön. Bei mir, ich bin noch nicht so weit gekommen, weil irgendwie läuft das hier alles nicht so, wie es laufen sollte. Die sind ein wenig bösartig hier alle. Streitachskämpfe sind davor. Ach, da habe ich noch Nahkämpfer rumstehen gehabt. Oh, kein Platz mehr für weitere Siedler? Wie konnte das denn passieren? Auf in den Kampf! So, nein, ihr fahrt bitte hier hin. Da schießen nämlich gleich die Aberlästen wieder auf. Die Armbrustschützen auf uns. Ah, Kanonen sind auch nicht so schlau. Ich weiß, warum die kein Gehirn haben. Wirklich fürchterlich. Ich frage mich, wo sind meine ganzen Schwertkämpfer hin?
sind die denn alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und mein Bevölkerungsplatz ist überfüllt. Okay. Sicher doch. Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich werde mir hier ein paar Leibeigene schnappen. Ich schicke dir ein paar schwere Reiter mit, die ein bisschen mitspielen wollen. Ja, das machen wir gerne. Das ist eine gute Idee. Ich mache mal Folgendes. Ich baue mir nämlich auch einen Stall hier hinten hin. Einfach so. Ach, hier habe ich noch eine Kanone rumstehen. Weg damit. Jawohl. So. Ihr werdet angegriffen. Also, hier müssen wir jetzt durchgucken. So, Leute. Rinder. Auf in den Kampf. Okay. Auf in den Kampf. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, so Leute, hier Kanonen, jetzt auf die Kanonen schießen. So, können wir jetzt vielleicht irgendwie Platz drin? Nein, warum nicht? Gemeinheit. Oh, Leute, wir sollten vielleicht hier erstmal ein bisschen Randale machen. Bis in den Tod. Ich reiße Schmeckt alles weg. Nein, wie soll es? Ich brauch Platz. Was? Soldaten ausbilden. Da kannst du doch nicht einfach den Ziegelbrenner einreißen. Oh, verdammt. Oh, meine Kanonen werden gleich aufgemischt, wie mir scheint. Mit Vergnügen. So, komm, lauf! Ziehen deine Truppen in die andere Richtung. Erik, wir ziehen euch. Wir Reiter sind unterwegs. Ja, die. Ja, ich ziehe hier gerade den Angriffstrupp, der hier gerade rumläuft, ein bisschen weg. Dann können deine Reiter vielleicht durch. Ja, ja, die ich muss die nur gerade erstmal in Sicherheit bringen hier. Ihr wollt euch nicht ernsthaft mit Erik anlegen, oder? Nix da. Wird gemacht. Das okay, sie sind jetzt ein bisschen überfordert davon, dass sie jetzt mit schweren Reitern hier zu kämpfen haben. Ja, die sind im Kreis rennen, die sind, können die nicht zu fassen. Die sind alle komplett überfordert, habe ich das Gefühl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Finde ich aber ganz gut. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Und wenn sie den Helden daher rennen, schaue ich mal ganz kurz da oben. Nein, da sind zu viele Schützen. Ja, ich hab hier meine Kanonen noch, aber die werden natürlich nichts machen da alleine. Stopp, wie ihr befehlt. Nee, nicht auf die Hauptmänner schießen, bitte. Nicht auf die Hauptmänner schießen. Wie ihr befehlt. Okay. Oh, der Trupp ist direkt gestorben. Macht sie nieder, wie ihr wünscht. Jawohl. Ja, mein Herr. Nur Mut. Bam, 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 bam. Ey, da. Ergreift sie. Nur Mut. Na, mal sehen. Kommst du mit einem da durch? Wie ihr wünscht. Macht sie nieder. Okay. Seid unbesorgt. Also, ich habe noch 4 Kanonen. Gleich nur noch das 3. Achso, Mary, du hast ja noch gar nicht mit dem Händler hier gequatscht. Das musst du immer noch machen hier. Wir brauchen immer noch die brauchen noch Nahrung. Wir wollen ja alle Nebenquests mitnehmen. Ihr wollt Nahrungsmittel kaufen. Nun, was darf es denn sein? Ich habe immer gut ganz vortreffliches Brot. Das beste Hammelfleisch, weit und breit und reichlich Obst. Seht euch ruhig um. Okay, schauen wir mal, was da gibt es bei den Tributen. Nahrungsmittel für 800 Taler. Okay, und noch eine Ladung. Achso, was? Was kann man halt? Wunderbar, die Lieferung ist auf dem Weg. Sorgt nur dafür, dass sie heil ankommt. Was? Ja, es wird schon klappen. Okay, wo habe ich die Möglichkeit, eine Reiterei noch hinzusetzen, ganz schnell? Ich kaufe mal noch eine Runde. Ja, und ich kaufe mal noch eins. Ein Verbündeter. Und 4, 5, 6, 7, 8. So, ein bisschen Overkill. Oh. Es sollte ja hoffentlich funktionieren. Wir erledigen das. Mehr Nahrung zu kaufen, meinst du? Stop. Ja. Also, die sollten ja hoffentlich durchkommen, meine ich. Und es sollte reichen, genau. So, Stall ausbauen. Dann baue ich mir vielleicht auch hier einen Schießplatz hin. Ich baue einfach meine einfach ganz Basis dreist. Jetzt einfach bei denen, genau. Wie ihr befehlt. Sonst dreist. Ich meine, wir sind jetzt zurück am Folgenende, aber die wollten sagen, wir haben das jetzt eigentlich. Das wird keine weitere halbe Stunde dauern. Ja, aber wir gucken uns die Statistik ja noch an. Ziehen wir es doch unnötig in die Länge. Oh, meinst du, wir sind so gewieft? Außerdem, vielleicht kommt tatsächlich noch irgendein Angriff aus dem Norden, den wir noch überleben müssen. Man weiß es nicht. Alles klar, dann ziehen wir jetzt in die Länge. Dann, liebe Gemeinde, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio. Ciao, ciao.